Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6, eine neue Aufnahmesession hier bei mir. Ja, und ich weiß, wir haben in der letzten Folge da hinten aufgehört, bei der nächsten Hauptmission Angel de la Muerte von Paolo. Wir wollen hier in die Viviro-Anlage, in die Biovida-Laboratorien, in die Viviro-Verarbeitungsanlage, und dort sollen wir anscheinend den Erfinder von Viviro finden, und zwar Dr. Edgar Reyes, denn ich sag jetzt mal Zusatzboss von Valle de Oro, denn Maria Marquesa, die Kulturministerin, die ist ja jetzt schon mittlerweile seit ein paar Folgen tot. Ja, und als Neuen haben wir ihn hier bekommen, Dr. Edgar Reyes, Schöpfer des Viviro. Und mal gucken, ob wir dem vielleicht in dieser Folge schon mal Ciao Ciao sagen können. Wir schauen mal. Starten einer neuen Aufnahmesession heißt natürlich, wir spawnen irgendwo in der Nähe, nicht dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Deswegen sind wir jetzt hier bei der Zuckermühle Dulce. Aber das passt eigentlich auch ganz gut. Dann würde ich fast sogar sagen, wir schnappen uns mal ein kleines Fahrzeug, folgen da diesem Libertad-Pfad bis danach drüben und decken gleich hier mal wieder ein bisschen was auf und können dann da hinten die Mission starten. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Haben wir da überhaupt ein Fahrzeug? Nee, aber wir können uns hier jetzt ausborgen, das ist auch okay. Da aber nicht, das ist nämlich die Werkbank. Wo borgen wir denn die Fahrzeuge aus? Hier. Nehmen wir mal das Quad. Das Rangan Buggy. Rangan, vor allem Rangoon. So, bitteschön. Und dann schauen wir mal, das ist der Libertad-Pfad. Ich markiere mir das mal, damit wir wissen, wo wir hinfahren müssen. Der ist da hinten. Ja, was ist denn los? Ich drehe ihn um. Hoppla. Aua, aua, aua. Oje, wie sind wir denn dort hingekommen? Ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Ich glaube, da unten haben wir ein Problem gehabt, dass wir nicht rausgekommen sind. Au. Bin heute der beste Fahrer, habe ich das Gefühl. So, dann machen wir es halt so. So soll es auch funktionieren. Irgendwo da vorne sollte die Betatfahrt sein. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Da ist er, guck mal. Und der führt jetzt hier durch, oder wie? Ach, tatsächlich. Na gut, da hätte man mit einem größeren Fahrzeug ja eh nicht fahren können, weil das ist ja ein bisschen ein kleiner Weg hier. So, jetzt sind wir endlich mal auf Kurs. Sehr schön. Wow. So, da vorne müssen wir abbiegen, das habe ich mir gemerkt. Da geht es nämlich nach oben. Hoffentlich sind wir noch richtig. Nee, wir sind nicht mehr richtig. Okay, so viel zu, wir müssen da vorne abbiegen. Ja. Naja. So, ich glaube, hier sind wir richtig. Ich gucke mal ganz kurz. Ja, da sind wir richtig. Jetzt nur noch geradeaus und irgendwann mal bis zur Mission. Okay, 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 okay. Hier sieht alles gleich aus. Die Libertad-Fahne sind auch alle gleich markiert. Natürlich mit den Blumen und so weiter und so fort. Mit den Markierungen an den Bäumen hier. Da ist irgendwo eine Kiste gewesen. Aua. Ja. Willst du mich verarschen? Wir kommen da gar nicht durch. Na, das ist ja sehr toll. Jetzt kommen wir mit unserem Quad da gar nicht durch. Super. Scheiße. Okay, dann gehen wir halt zu Fuß hin. Gehen wir halt zu Fuß hin. Es ist ja nicht mehr weit. Hoffentlich. Ich habe leider hier keine Anzeige, wie lange wir noch gehen müssen. Ich hoffe nur, es ist nicht mehr so weit. Ich biete drum, bitteschön. So, schauen wir mal. Wir waren ja schon dort in der letzten Folge, aber das Problem ist ja immer hier bei Far Cry. Es wird dort gespeichert, wo das Spiel speichern möchte, aber nicht dort, wo ich speichern möchte. Wir sind jetzt in Barrial angekommen. Ich habe gehört, Marias Gehirn war überall verteilt. Ja, das weiß ich gar nicht. So genau haben wir gar nicht hingeschaut. Was machen die denn da? Oh. Oh. Darf ich da rein? Hey, ich verhalte dich am Auge. Ja, ich dich auch. Behalten wir uns beide im Auge, dann sollten wir gut klarkommen, denke ich. Wir looten ja nur ein bisschen. Ich bin gleich wieder weg. So, ja, ja. Da gibt es sonst, glaube ich, eh nichts. Ein kleines Umspannwerk hier mitten im Nirgendwo. Hey, du. Hey. Was? Ja, ich gehe einfach weiter. Tschüssi. Das Gute ist, es ist zumindest kein Sperrgebiet. Das heißt, die können uns da nichts tun. Und da hinten, da sieht man jetzt endlich mal die ersten Ausläufer von diesem riesigen Gebiet.
Und die Anlage da hinten ist wirklich riesig. Wir haben uns das in der letzten Folge schon mal ganz kurz angesehen. Das ist eine riesige Bude. Und ich vermute mal, da werden wir lange brauchen. Sollten wir in alle Räumlichkeiten reinkommen. Wir müssen ja in Anlage 13, so wie es aussieht, oder in Gebäude 13. Dort soll sich Dr. Edgar Reyes aufhalten. Aber wenn wir in alle Gebäude reinkommen, dann wird das wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir das alles durchsucht haben. Aber das macht ja nichts. Wir nehmen uns Zeit und gucken mal, was wir dort alles so finden können. Ich bin schon gespannt. So, hallo Paolo. Wir müssen da reinkommen. Ja, aber wie gehen wir das am besten an? Guck mal an, wie das für eine riesige Anlage hier ist. Ah je. Gebäude 13, das ist es. Viviro, die Parias. Alles fing mit dem Stück Scheiße an, das sich da drin versteckt. Ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn wir beide uns aufteilen. Ich rufe ein paar unserer Guerilleros. Wir werden Sprengsätze legen und diese ganze Viviro-Operation zum Teufel schicken. Es wird nicht leicht sein. Aber du musst irgendwie in dieses Gebäude kommen und das Arschloch umlegen. Heute heißt es er oder wir. Denn nochmal bekommen wir so eine Chance nicht. Du hast mich wachgerüttelt, Danny. Ich bin vor Castillo davongerannt. Vor Maria, vor allen. Jetzt rennen sie vor mir davon. Das ist für Talia. Oh ja, da haben wir einen ganz anderen Paolo jetzt vor uns stehen als noch am Anfang. Also der hat sich wirklich, wirklich, wirklich verwandelt in den letzten paar Folgen. Ja, und da sind wir jetzt möglicherweise mal wieder beim letzten Einsatz hier in Valle de Oro, bei der letzten Hauptmission. Denn wenn wir Dr. Edgar Reyes auch noch töten sollten, dann bleiben ja nicht mehr viele übrig. Wir beenden das, Danny. Töte El Doktor. Du weißt, wo El Doktor ist. Er kann sich nicht mehr verstecken. Danny, finde einen Weg ins Gebäude 13 und töte ihn. Na, mal gucken. Wir werden das kranke Mistschwein beerdigen. So, sagt uns der noch was vielleicht? Was ist los, Libertad? Ja, ich wollte nur fragen, ob du noch was weißt vielleicht, aber anscheinend ja nicht. Okay. Na gut. Gefährlich. Huch. Will ich gar nicht irgendwelche Markierungen setzen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ein Alarm. Wo ist der? Ach da. Eieieiei. Da hinten die Flugabwehranlage, die ist zufälligerweise auch noch da, die Flugabwehranlage Mi. Die brauchen wir zwar nicht, aber wenn wir schon mal da sind, nehmen wir uns die natürlich auch mal mit. Da ist die Kiste. Eieiei. Oh, Gebäude 13, das ist das anscheinend. Das heißt, da kommen wir auf jeden Fall mal rein. Oje, das wird sowas von riesig werden. Ich habe Angst. Und wenn das die Gebäude 13 ist, dann würde ich mal sagen, wir kümmern uns mal um alles andere vorher und holen uns zum Schluss Gebäude 13, bevor wir dann irgendwie noch mehr Soldaten hier haben. Wo beginnt denn das Sperrgebiet eigentlich? Ich glaube, hier unten gleich. Das hier sollte schon Sperrgebiet sein, denke ich. Jo, unbefugtes Betreten, da sind wir schon. Okay. Hier muss ich vorsichtig sein. Ja, da hast du recht. Da hast du mal wieder recht, Danny. So, sonst gibt es da, glaube ich, eh nichts. Da oben ist auch relativ ruhig. Na, da brauchen wir gar nicht umgucken uns irgendwie. Hallo? Nein? So, schauen wir mal. Da haben wir jetzt auf jeden Fall mal den Sniper. Der ist ja vom hohen Ross runtergekommen, hat sich dann nach unten gestellt. Schauen wir mal. Wir können das Ding hier, denke ich mal, zerstören. Und vielleicht können wir uns den Sniper gleich mal holen. Bevor er oben ankommt. Boink. Hoff, das hat keiner gemerkt. 12 iranische Pesos hat er dabei. Immerhin ein bisschen was. Was sind denn das für riesige Anlagen hier? Wie wird Viviro verarbeitet? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen trotzdem mal nach oben. Das ist so hoch. Auch wenn es dort vielleicht nichts zu holen gibt. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das von unten so weit nach oben angezeigt wird. Ob es dort irgendwas zum Sammeln gibt oder nicht. Und es gibt, naja, was zum Lesen. Das ist ja auch schon mal was. Hinweis zur Wartung der Kanalisation. Den nächsten Monat über wird die Kanalisation erneuert und ein Filtersystem eingebaut, weil es Beschwerden über die hohe Konzentration von Chemikalien in unseren Abwässern gab. Bitte halten Sie sich von den Eingängen zum Abwassersystem fern, da diese während der Arbeiten offen bleiben, um für permanente Frischluftzufuhr zu sorgen. Und wir wissen ja ganz genau, warum das notwendig ist, hier Filteranlagen einzubauen. Wir haben uns ja das in der letzten Folge angesehen. Da unten, hier waren wir. Und dort sieht alles so aus wie das hier. Also, herzlichen Glückwunsch. Es wird sogar noch weiter nach oben gehen, sehe ich gerade. Eieieiei. Ich gehe nochmal ganz kurz mit meinem Handy durch. Ob wir da vielleicht noch irgendjemanden erkennen können oder sowas.
Da hinten wäre die Flugabwehranlage, da wäre noch ein Alarm, da sitzt auch noch einer. Ja gut, das soll es dann aber hoffentlich im Großen und Ganzen gewesen sein. Da sind ja wirklich, wirklich viele. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ich ahne Böses. Ich vermute mal, wir würden da sogar reinkommen. Das Ding ist offen, man sieht's hier. Aber ganz ehrlich, ich glaube, da sind wir dann eher verseucht, wenn wir dort drin sind. Deswegen machen wir es mal lieber nicht. Hast du das gehört? Hat das wer gehört? Ich sehe eine rötliche Markierung. Die Kamera da muss weg. Es ist aber niemand mehr hier, den wir nicht kennen würden. Und der ist da oben, also der hat bestimmt nichts gehört. So, ich glaube, da vorne haben wir sogar noch einen Alarm. Hier gibt es mittlerweile 4 Alarme, denke ich. Oh, warte mal. Ist das ein Alarm oder was ist denn das da für ein Ding? Ja. Okay, Alter. Das sieht aus wie eine Molkereianlage. Hoi. Na gut, vielleicht war das auch früher mal eine. Ich meine, da weiß man ja nicht, was die hier aus den Sachen gemacht haben, die früher mal hier standen. Jetzt ist natürlich die große Frage, kommen wir in diese Gebäude auch hinein? Da oben haben wir ihn. Ich denke mal, in diese Anlage werden wir nicht so schnell reinkommen. Sie werden einen Bodenangriff erwarten. Versuche stattdessen über die Dächer hineinzugelangen. Ich bin ja schon drin. Von oben? Ist ein Versuch wert. Ja, warte mal, Paolo, nicht zu bestürzen jetzt hier. Wir wollen ja erstmal ein bisschen looten, ein bisschen gucken, was wir hier so mitnehmen können und so weiter und so fort. Und erstmal einen Überblick verschaffen über das ganze Areal hier. Das ist ja ein riesiges Gebiet. Und dann werden wir mal schauen, wie wir da drüber reinkommen. Gebäude 13, die Glücks- oder Unglückszahl, je nachdem, wie man es gern haben möchte. Für manche mag sie Glück bringen, für andere Unglück, für ihn wohl eher Unglück. Da würden wir reinkommen, guck mal. Zumindest in das eine Gebäude. Oh, guck mal, da draußen ist auch eine Kiste. Kommt die da hin? Oi, und da werden Leichen verbrannt, na Glückwunsch. So, na gut, nehmen wir mal alles mit hier. Guck mal, was da rumsteht. Huiuiuiui. Das fertige Viviro, vielleicht schon abgepackt. Und wir können gerade alles mitnehmen und dann verkaufen am Weltmarkt. Nee, machen wir nicht. So, da oben haben wir ihn. Und den kennen wir noch gar nicht. Na gut, na gut. Da vorne ist auch noch was zu mitnehmen. Es gibt hier schon reichlich Sachen. Das finde ich gut. Irgendwo da oben ist auch noch einer, glaube ich. Ah. Sie wäre eine davon, okay. So, den Wagen hier, oder beziehungsweise die beiden sogar, könnten wir hochjagen. Das würde eine schöne Explosion bringen. So, ich gehe nochmal ganz kurz in das Haus hinein. Und wir gehen mal nach oben. Mal gucken, wo wir dorthin kommen. Vielleicht ja auf die Etage, wo sich die hier rumtreiben. Die Soldados. Da ist die Flugabwehranlage. Das ist schön. Die bleibt aber erstmal dort. Die holen wir uns dann, würde ich sagen, erst zum Schluss. Nee, da kommen wir auch gar nicht raus. Das ist unmöglich, da hinzukommen. Vielleicht hier? Auch nicht wirklich. So würde es funktionieren. Dann hätten wir uns zumindest mal die hier geholt. Dann bräuchten wir jetzt nur noch die da. Oh, kommt auch von da oben runter gesegelt. Na, ist auch okay. Sag ich nicht nein. Okay, und dann wären wir auf der Seite zumindest schon mal halbwegs fertig. Versuch doch mal
Verstärkung zu rufen. So, den Ding müssen wir noch zerstören nachher. Kann sein, dass der vielleicht im Gebäude oder sowas drin steht. Das könnte möglich sein. So, und dann gehen wir mal ganz kurz hier oben durch. Nehmen wir alles mit, was wir mitnehmen können. Da drüben, das haben wir, glaube ich, schon eingesackt jetzt gerade. Genau, da steht nichts mehr. Da hinten wäre noch ein Alarm. Keine Verstärkung mehr. Einer von so vielen. Und dann schauen wir uns mal hier ganz kurz um. Das ist ja wirklich ein großes Gebiet. Es gibt hier zahlreiche Dinge zu mitnehmen. Guck mal, Benzin, Metall, Medizin und so weiter und so fort. Und dann zu guter Letzt eben da drüben auch noch die Flugabwehranlage. Aber da will ich jetzt ungern draufballern. Da müssen wir nämlich mit einem Raketenwerfer drauf schießen. Und wenn die das nicht hören, dann frage ich mich schon. Deswegen sparen wir uns das mal lieber für später auf. Da haben wir Gebäude 11, da vorne ist Gebäude 10. Und das riesige Gebäude da drüben, das ist Gebäude 13. Das Gebäude, das wir brauchen. Dort müssen wir hin. Dort versteckt er sich anscheinend, der Schöpfer von Viviro, Dr. Edgar Reyes, El Doctor. Na, mal gucken, ob der weiß, dass wir kommen. Ob es dann vielleicht eine kleine Verfolgungsjagd gibt oder ob der möglicherweise von uns überrascht sein wird. Ich hoffe auf Letzteres. So, lieber ruhig sein. Hat ein paar mehr Schuss gebraucht, hat einen guten Helm aufgehabt. So, da ist verschlossen, schon wieder. So, schießen wir es kurz auf, nur damit wir da Bescheid wissen, dass wir hier auch wieder reinkommen. Okay. Alles gut. So, da gibt's nichts mehr. Okay, und dann schauen wir uns mal hier drüben um. Da haben wir auf jeden Fall schon mal die Kamera. Auf die müssen wir Acht geben. So, aber sonst ist ja keiner hier. Und noch ein Alarm weniger. So, das schießen wir auch gleich mal auf, damit wir dann flüchten können, wenn wir wollen oder müssen. Und das machen wir auch gleich mal auf. Dann können wir nämlich hier auch raus. So. Und da haben wir es. Gebäude 13. Unser Gebäude, das wir rein müssen. Gibt's da unten jetzt noch irgendwas, das wir mitnehmen können? Ich glaube, da haben wir jetzt alles mitgenommen, was wir so tragen dürfen. Bio-Vida. Da haben wir noch ihn. Ist der Alarm schon kaputt? Ich glaube, ja. So, das ging einfacher diesmal. Sehr gut. Das wäre nämlich Gebäude 12. Überall diese großen Anlagen. Und angeblich ist hier auch noch irgendwo jemand. Hier und da unten. Aber es könnte sein vielleicht, dass die... Nee, da drüben, guck mal. Wie kommt denn die da hin? Ich wollte gerade sagen, es könnte vielleicht sein, dass die im Untergrund irgendwo unterwegs sind. Aber die sind anscheinend wieder da oben. Ich glaube, da ist wieder jemand respawned. Kann das sein? Okay, mal ganz kurz ums Haus drumherum gehen und dann schauen wir mal, ob wir in Gebäude 12 reinkommen, weil da sollte sich ja auch noch irgendwo einer rumtreiben. Möglicherweise sitzt er aber auch am Dach, das wäre auch möglich. Drohne haben wir leider keine, also wir können hier nicht so einfach aufs Dach gucken und gehen und nachschauen. Aber vielleicht kommen wir ja hier irgendwo nach oben. So, was für eine riesige Anlage. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass wir durch den Haupteingang hereinkommen. Die Türen... So sollte ich aufs Dach ja, kommen. Sehen nicht aus, wie wenn sie geöffnet werden können. Vielleicht aber doch. Okay. So, übers Dach sollen wir kommen. Na, dann machen wir das mal. Viviro. Rezeption, da ist der Eingangsbereich. Und wir gehen mal... Na gut, wir können eigentlich laufen nach oben, weil wir wissen ja, hier ist niemand mehr. Was haben wir da noch? Almacen Archivos, die Archive... Und die Klos. Aber da können wir nicht rein. Ich habe einen Angstschiss, den ich gern hinlegen muss da unten. So, da ist das Dach. Jetzt sind da drüben schon wieder welche. Das gibt's ja gar nicht. Spezialeinheiten. Das kann ja nicht sein, dass die so schnell wieder respawnen. Wir waren gerade eben noch da. Da ist auch jemand. Und da unten gibt's auf einmal Benzin, das wir mitnehmen können. Wo kommt denn das her? Gut, dazu holen wir uns später, würde ich sagen. Ich gehe jetzt nicht nochmal nach unten. Sonst spawnen nachher wieder Leute. So, sonst gibt es hier am Dächle eh nichts. Haben wir tatsächlich reingekommen ins Haus? Hätte ich mir nicht gedacht, muss ich zugeben, dass wir da wirklich rein dürfen.
So. Irgendwo da unten ist auch noch jemand. Da haben wir doch noch ein bisschen was zum Looten, sehe ich gerade. Wir haben das Ding hier. Jetzt aber vielleicht doch nochmal ganz kurz nach unten gehen, falls nachher irgendwas passiert. Ach komm, wir machen das mal ganz schnell. Flugverbotszone. Na, uns wird ja wohl hier niemand runterschießen. So, Viviro. Eine natürliche Lösung. Da sind zahlreiche Metalldetektorscanner. Aber da kommen wir überall nicht rein. Die Tore sind auch zu, also da ist auf jeden Fall mal kein Eintrittspunkt. Na gut, na gut, na gut, na gut. Dann haben wir uns mal die Kiste mitgenommen. Dann würde ich sagen, holen wir uns da vorne das Benzin auch nochmal. Und dann gehen wir wieder hinauf aufs Dächlein und gucken uns an, wie wir reinkommen. Gebäude 13. Die trauen sich einfach immer wieder zu respawnen. Ich finde das ein bisschen schade, muss ich zugeben, dass man da, wenn man sich nur 5 Meter von dem Gebiet weg entfernt, dass da plötzlich wieder Leute stehen. Wir waren ja gerade da und haben die mittlerweile schon 2 oder 3 Mal abgeknallt und schon wieder sind da vorne welche. Also das ist ja irgendwie ein bisschen mysteriös. Ich meine, das Gute ist, wenn die respawnen, die spawnen zum Glück die Leichen. Das heißt, die sehen nicht sofort jemanden. Blöd ist aber, es sind halt immer wieder neue da. Wir haben das geklärt und kaum drehst du dich um, sind schon wieder die anderen da. Die Leichen sind zwar wieder weg, dass die nicht die Leichen entdecken können, das ist schon mal immerhin ein Vorteil, aber ich finde es ein bisschen schade, dass sie so schnell wieder hier sind. So, dann geht's nochmal ganz nach oben. Ich muss in Gebäude 13 gelangen und El Doktor zur Strecke bringen. Das ist unser Ziel. Und das schaffen wir jetzt hoffentlich auch. Dann hier nach oben. Wir würden auch da vorne rum können und dann dort nach oben gehen, habe ich gerade gesehen. Aber wir machen das gleich mal hier und dann schauen wir mal, wo wir denn hier reinkommen. Durch welche Tür. Da unten ist mittlerweile auch mal wieder einer. Ah ja, aber dieses Problem gibt's schon länger. Haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Ich denke mal, hier ist der Eingang. Da ich das ein bisschen blöd finde, dass wenn man hier ein Gebiet cleart, wenn man irgendwo anders hingeht, wenn wir jetzt von hier beispielsweise nach Madrugada gehen würden, zur Familie Montero und dort auf einen Kaffee und dann kommen wir wieder hierher, ist irgendwie logisch, dass dann der ein oder andere Soldat wieder hier ist. Aber ganz ehrlich, wenn ich da drüben die Leute abknall, dann drehe ich mich einmal um und gucke da hinten nach und dann sind da schon wieder welche. Das ist vielleicht ein bisschen too much mit dem Respawning. Aber okay, müssen wir damit leben, ändern werden wir es nicht können. Oh, ich glaube, da sind wir richtig. Weiter nach unten geht's gar nicht. Aviso, Sala Blanca, uso de equipo de protección obligatorio. Also hier geht's nur mit Schutzanzug rein. Und da haben wir in den Schutzanzug, ein blauer Schutzanzug. Müssen wir uns auch einen anziehen oder geht's für uns auch so? Mal gucken. So, wir werden erstmal dekontaminiert. Was ist denn hier? Na nü. Du nennst dich Arana? Ich bin nur Medizinstudent. Er ist nur Medizinstudent. Hier ist ziemlich viel Blut am Boden. Hier hinten. Ich glaube, da liegt auch eine Leiche drauf. Ich bin nur Medizinstudent. Ich will ganz gerne mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwas finden können. Paolo, wenn du das sehen könntest. Was ist los, Dani? Was hast du gefunden? El Doctors Labor. All seine Experimente. Reiß dich zusammen. Wird El Doctor heute sterben? Der wird sowas von sterben heute. Na, wenn er hier ist, das wissen wir ja noch gar nicht. Und natürlich, aber das wussten wir ja schon, sind die Leute, an denen Experimente durchgeführt werden, die Parias, die Gefangenen, die normalerweise am Vivirofeld schuften müssen, sind hier eben Versuchsobjekte. Archivos de Materias. J bis K, A bis C, D bis F, G bis I. So, mal gucken, wer da hinten so schreit. Ich würde gerne mal schauen, ob wir da vielleicht irgendein Textdokument oder sowas finden können. Irgendwas zum Lesen. Aber ich glaube fast nicht. Da drin wäre Medizin, das heißt, dort kommen wir auch irgendwie rein. Eieieiei, da ist auch Medizin. Oh, da ist, glaube ich, die Tür. Aber wie kommen wir in diese Gebäude hinein? Ich glaube nicht, dass wir das einfach so machen können. Wir können einfach so machen. Okay.
Also ein Hochsicherheitsglas hier. Wow. Was liegt da unten jetzt auf einmal? Okay, da kommen wir anscheinend auch noch irgendwo hin. Ja. Wo sind wir hier denn bitte schön reingeraten? Leichen über Leichen, Blut am Boden, das hat nicht mal irgendjemand weggewischt. Die Arbeitsplätze sehen alle gleich aus, können wir mit dem auch quatschen? Ach, ihr verdient es nicht zu leben. Bitte, nicht schießen. Ja, die Wissenschaftler, gut, wir können jetzt nicht mal sagen, die können nichts dafür, denn die wissen ja genau, was dafür Zustände herrschen. Aber die jetzt hier umzubringen, ob uns das weiterhilft, ich kann es mir nicht vorstellen. Was haben wir denn da? Eine Notiz des Doktors. Dieses Gebäude ist mein Heiligtum. Ein unendlicher Vorrat an Testpersonen. Vollständige Überwachung und Kontrolle. Ich werde mein wissenschaftliches Vermächtnis sichern, sowohl für Yara als auch für das Regime. Eieieiei. Ja, gleich. Ich komme schon. Ich mach hier auch mal ganz kurz auf, dass wir mehrere Möglichkeiten haben, falls hier irgendwas passieren sollte. Was hat er dir angetan? Ey, Doktor! Er hat mir Gift gespritzt! Nicht nur dir, mein Lieber. Nicht nur dir. Wir hatten das auch schon intus. Das PG-240 ist das. Und da haben wir den falschen Yarana. Der falsche Yarana ist von großem Nutzen für unser Land. Nicht nur deshalb, weil er auf unseren Feldern arbeitet und mit seinen Händen den Boden mein Wunder entringt, sondern auch deshalb, weil er ein Wesen aus Fleisch und Blut ist. Das Herz eines falschen Yaranas schlägt genauso wie das eines wahren. Blut pumpt durch seine Venen und Arterien, genauso wie der Lebenssaft uns durchströmt. Und sein Wert hat ein Geheimnis, seinen wahren Zweck. Ein falscher Yarana ist ein brauchbares Versuchstier. In die fruchtbare Erde seines Leids pflanzen wie die Samen unserer glorreichen Zukunft, schreibt Dr. Edgar Reyes. Edgars Experimente Nummer 3, und das klingt ja schon mal sehr, sehr, sehr irre. Okay, wir gehen mal einen Raum weiter. Der Doktor ist ein Monster. Ich glaube, wir müssen uns wieder dekontaminieren lassen. Okay, drücken wir erstmal hier rauf. Eieieiei, was geht denn hier ab? Manguera contra Inciendos. Da ist der Schlauch, glaube ich, drin. Da hört man auch wieder ein paar Leute da drüben weinen. Escensor. Und Leichen über Leichen über Leichen. Man kommt sich vor, als wären wir hier in einem Leichenschauhaus. Ebene 2. Weiter hinunter geht's nicht. Eieieiei. Ich würde ihnen ja gerne helfen. Ich frage mich nur, wie? Cytogenetiker Klinika. Alter. Heiz ihn ein, Paolo. Achso, das ist Paolo. Ich dachte, das sind die Experimente, die der da durchführt. Pathologia Atanomica, die Pathologie. Und da sind wieder mal Labore, natürlich. Bitte was? Almacenamiento de Material Muerto. Irgendwas mit Tod. Tod ist da drin zu finden. Sala Blanca. Wahrscheinlich der Saal, um sich zu desinfizieren. Nekropsia. Und da haben wir nochmal dasselbe. Der kann nichts sehen. Peligro Biologico. Da ist Strahlung da drin. Halleluja, wo sind wir hier bitte schön? Reinkommen wir nirgendwo. Da ist Blut vor der Tür, da möchte ich nicht unbedingt rein. Wir kommen nur hier rein. In die Strahlungskammer. Achtung, Radioaktivität. Na, Glückwunsch. Ja, und da drin wälzen sich schon die Nächsten. Eieieiei. Nur mit Schutzanzug sollten wir den Raum betreten können. Und wir gehen hier gerade so hinein. Im Freizeitoutfit fast schon. Naja. Alles okay? Kannst du laufen? Oh. Da ist er ja schon. Dani Rojas, ich bin beeindruckt. Eine echte Überlebenskünstlerin. Aber verrat mir bitte, warum begreift Libertad nicht, dass die Vernichtung von Viviro gleichzeitig die Vernichtung Yaras wäre? Du krankes Schwein! Ich hab gesehen, was Viviro anrichtet. Und ich werde das hier genießen, das kannst du mir glauben. Mit dir ist nicht zu reden, was? Wusstest du auch schon, was eine hohe Dosis PG-240 mit deinem Körper anrichtet? Halt's Maul! Ich töte bedeutend schneller als Krebs. Dein Herz und dein Hirn werde ich behalten. Den Rest verfüttere ich an die Hunde. Das ist gut für ihre Knochen. Ich muss einen Weg herausfinden und das ist definitiv nicht der Weg heraus. Was ist mit dem los? Multiorganversagen. Leb wohl, Dani. Du bist tot! Aber wie sollen wir hier rauskommen? Unmöglich.
werde hier nicht sterben. Wie soll ich mal hier rauskommen? Ich sehe da keinen Weg. Das sieht alles gleich aus. Keine Luft. Hier. Warte mal, heilen. Herr Doktor, wir sehen uns. Eieieiei, mal wieder PG-240. Es ist ja nicht so, dass wir das noch nicht kennen würden. Eieieiei, und der andere, der da oben war in diesem Raum, ist natürlich schon verreckt, das war klar. So, mal gucken, wo wir jetzt hier hinkommen würden überhaupt. Geht's da nach oben? Da wird's nach oben gehen. Okay, eliminiere, Doktor. Ich bring das Arschgesicht um. Ich glaube, es wird Zeit, eine Waffe zu ziehen. Sind wir überhaupt richtig jetzt rausgekommen? Ich denke schon. Okay, und da sind wir wieder. Da war er gerade. Da strömt immer noch das Gift hinein, aber warum hustet sie denn hier noch? Da kann ja nichts passieren, da ist ja er gerade gestanden. Oder versucht er gerade jetzt die ganze Anlage irgendwie in die Luft zu jagen? Jemanden zu operieren, der immer noch wach ist. Wo bist du? Hab ich mir gedacht, dass das nicht funktionieren wird. Eieieiei, dieses PG-240 nimmt einen mit. Und Maria Marquesa, wir erinnern uns, hat ja den Reportern gesagt, das ist absolut ungefährlich. Man sieht ja hier, wie ungefährlich das Ganze ist. So, da draußen hört man Paolo. Ganz langsam mit meinem Skalpell die Haut zu treiben. Das ist das beste Gefühl der Welt. Welcher von euch ist real? Eieieiei, der wird sich bestimmt nicht hier hinstellen und warten, dass wir auf ihn einschießen. Der ist bestimmt schon über alle Berge. Ach du Scheiße. Meine Kinder sind die besten Testobjekte. Sie wollen unbedingt gefallen. Und es kümmert keinen, wenn sie sterben. Halt's Maul! Das Gute ist, wir haben zumindest genügend Medizin dabei, um uns immer wieder aufzuheilen. Eieieiei. Und jetzt kommen wir in ein Gebiet, das definitiv nicht mehr real ist. Zumindest hoffe ich, dass das da nicht die Leichen von der Decke hängen. Eieieiei. Ich erinnere mich noch daran, wie ich meine Hände in dir hatte. El-Doktor! Und das ist anscheinend der richtige El-Doktor. Meine Arbeit ist noch nicht fertig! Da haben wir ihn. Sicherheitsschlüssel von Gebäude 13. Wir sehen uns in der Hölle. Und das wäre er gewesen. Meine Arbeit ist noch nicht fertig. Paolo, El Doktor ist tot. Ja, Dani, du hast es geschafft. Was machen wir jetzt mit den Leuten? Du hast gerade das Beste getan, was man für sie tun kann. Und jetzt, raus damit hier. Lachen Sie mir, Ente. Juan ist schon mit einem Hubschrauber unterwegs. Juan? Alter, wie... Hast du gedacht, ich finde nicht raus, was ihr Kind so treibt? Wisch dir den dummen Gesichtsausdruck ab und mach mir eine Landezone frei. Paolo, wir treffen uns am Landeplatz. Und Juan? Danke. Oh, Juan kommt auch noch. Sichere die Umgebung, damit Juan landen kann. Er kommt hergeflogen, um uns abzuholen. Und jetzt haben wir zumindest noch mal ganz kurz Zeit, uns hier umzusehen. Das ist anscheinend doch nicht so in unserem Geist, in unserem Gehirn, dass sich das alles abspielt. Das sieht wirklich so aus hier. Alter Falter. Oben oder beziehungsweise von außen sieht's aus, wie wenn hier einfach nur Viviro hergestellt wird. Dann kommst du hier unten rein und da hängen die Leichen. Da sieht's aus wie in einer, keine Ahnung, in einer Fleischerei, wo die Schweine warten, darauf geschlachtet zu werden. Nur sind das hier überall Menschen drin, die alle von Versuchen ums Leben gekommen sind. Da hängen schon die Spinnennetze von hier oben runter. Also sie sind bestimmt erst nicht seit gestern hier. Alter Falter. Und das alles ist sein Werk gewesen. Dr. Edgar Reyes, der Schöpfer von Viviro. Und jetzt sieht man mal, wie dieses Medikament hergestellt wurde. Was dieses Medikament eigentlich alles schon so durchlebt hat. All diese Leute hier, all diese falschen Jaraner, die anscheinend die besten Versuchsobjekte sind. Beliebe Paolo wieder, der ist anscheinend tot. Wie ist das passiert? Okay, gehen wir mal ganz kurz. So, gibt's hier noch irgendwas zu lesen? Ich glaube nicht, da würden wir rauskommen. Ach, Scheiße. Ah,
Ach du Scheiße, Paolo ist irgendwo da hinten. Paolo macht keine halben Sachen. Oh, das ist jemand von uns, hoppla. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, wir müssen irgendwie zu Paolo kommen. Oh, das ist wieder jemand von uns. Scheiße, es tut mir leid. So, da hinten ist er, 30 Meter. Oh, guck mal. Als sie vom Hubschrauberlandeplatz fern. Ach so, der lebt wieder. Hat schon wieder jemand wiederbelebt. Gott sei Dank. So, vielleicht können wir mal das hier versuchen. So, Flugabwehranlage wäre ausgeschalten. Gut, dass sie hier direkt neben uns steht. So, das sind Leute von uns. Wir holen uns mal alles andere. Uah. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, Juan, ich schalte sie aus. Das sind einfach so viele hier. Was haben wir denn da noch? Ach so, FND-Depots, ne? Immerhin. Und ein bisschen abgerankte Soran nehmen wir auch mal mit. Ach du Kacke. So, wie sieht's aus? Sichere die Umgebung. Wir sind noch nicht fertig. Da draußen ist komplett beschissenes Wetter. Na, naja, das wird hoffentlich nicht passieren. Wie wär's, wenn wir nicht sterben? Ja. So, warte mal, wiederbeleben. Schnell, schnell, schnell. Komm wieder zu uns. Wir brauchen jeden, den wir haben können. Alles wieder gut. Pass auf dich auf, Dani. Wir müssen irgendwie den Heli vom Himmel holen. Ja, das gibt's ja nicht. Okay, noch ein Versuch. Das war schön. Das war ein guter Treffer. Direkt im Cockpit. Und nochmal. Vielleicht reicht das schon. Ah, liegt immer noch ein bisschen. Aber jetzt. Keine Munition. Und weg ist er. Okay, die Luft ist halbwegs rein. Giftgas-Sprühe, na Glückwunsch. Wen die hier überhaupt noch verteidigen wollen, ist mir ein Rätsel. Es sind ja eh schon alle tot mittlerweile. Eieieiei, das ist ohne Ende hier, ohne Ende. Da kommen immer wieder neue. Das versuchen wir, mein Lieber. Das versuchen wir schon die ganze Zeit. Das werde ich als Kompliment. Und die Spezialeinheiten kommen auch schon. Eieieiei. Sichere die Umgebung. Aber wie lang denn noch? So, das war's. Gott sei Dank. Wo ist er? Ich höre den Heli. Ja, aber wo? Scheiße. Okay, man sieht den gar nicht. Das Ganze mündet in einer Zwischensequenz. Auch okay. Sag ich nicht nein. Dankeschön, Juan. Herr Doktor? Tot! Was für eine Tragödie. Die Siegesgöttin war heute auf unserer Seite. Genießt es, Guerrieros. Denn morgen treibt sie es mit jemand anderem.
noch nie was von Pedro Torero gehört? Diese Generation ist verloren. Hört er nie auf zu reden? Nein. Talia! Mio! Ich dachte, du wärst tot. No, fuck no. Hey, Doktor! Tot. Und Castillo ist der Nächste. Du klingst anders. Du hörst mich zum ersten Mal, Micha. Du marschierst mit mir nach Esperanza? Ich kämpfe dich. Ich jag Castillo eine verdammte Kugel in den Kopf. Aber denk nicht, dass ich dich vom Haken lasse. Es ist leicht, von Familie und Gleichberechtigung zu reden, wenn man kein Land regiert. Mhm. Wenn deine Revolution vorbei ist, hat meine noch nicht mal angefangen. Also halten wir das mal fest. Bicho. Sí, Kapitän. Königin Clara. Ich meine Jefa. Nenn mich Paz. Paz. Radio Libertad möchte was von unserem neuesten Kommandante hören. Sieh mir's durch. Wirst du allen sagen, dass Libertad meine Idee war? Scheiße, das werde ich mir ewig anhören. Ich hasse diese verdammte Musik. Es ist nicht Pedro Torero. Ah, genau, Dani. La revolución vendrá. Mi pueblo no aguanta más. Ay, con la Yara unida, mi hermanos. Que aquí venimos para luchar. Ja, und die Maximas Matanzas werden jetzt mit Libertad zusammenkämpfen. Und wir sind mal wieder ein bisschen größer geworden. Und in Valle de Oro sieht's jetzt anders aus. Es geht nach Torre de Leon in Esperanza. Wahre Yarana. Diese Terroristas, die uns heimsuchen, haben keine Vision für Yara. Sie wollen nichts als Chaos. Sie... Diego. Sie, Papa. Sie wollen nichts als Chaos. Das passt nicht. Das hast du schon mal gesagt. Schon geöffnet? Sí, señor Presidente. Es klingelt jede Stunde, señor Presidente. Hola, Fascista. Ich erkenne diese Stimme. Gefällt dir mein Geschenk? Du hast ihn ermordet. Was für eine Überraschung. Und durch die gefundenen Infos konnten wir 10 Ladungen von deinem kostbaren Viviro kapern. Ich hätte da eine Frage, Senora Garcia. Wenn ich tot bin und Yara brennt, was genau ist dann der Plan? Händchen halten? Und Lieder am Feuer singen? Pinga! Wer hat dir das verraten, Fascista? Du nennst mich Senor Presidente! Werf die Kamera an. Ich kann jetzt zum Volk sprechen. Papa? Was? Halbner. Läuft, Signor Presidente. Mit großer Trauer gebe ich bekannt. Ein Held des Paradieses ist tot. Dr. Edgar Reyes. Er war nicht nur der Kopf hinter Viviro, sondern auch ein persönlicher Freund. Oh, 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 oh. Einsatz abgeschlossen an Gel de la Muerte. Und der nächste wäre tot. Hey. Und wir haben eine erhöhte Militärpräsenz in ganz Yara. Natürlich wie immer, wenn wir einen von denen erledigen. Und zwar hier unten in unserer Anfangsinsel, aber auch in Madrugada und in Balaceras. In Esperanza sieht es genauso aus. Rang 12 mittlerweile in Barrial und Nomentarmas auch jeweils 1 nach oben. Und mittlerweile schon Nummer 13 in La Joja. Also das kann lustig werden dann auf jeden Fall in den nächsten Folgen. Edgar Reyes, der Schöpfer von Viviro, wäre mittlerweile auch erledigt. Beide in Valle de Oro sind tot und die Maximas Matanzas sind auf unserer Seite. Wie sieht's aus mit Bembe? Dies ist seine Insel, wir leben hier nur. Bembe Alvarez, der Schwarzmarktkönig, ist jetzt einer von uns? Ich weiß es gar nicht. Der hat ja damals, als wir dort waren, auch ein paar
Flyer gehabt von Libertad. Also möglicherweise ist er doch auf unserer Seite. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber man hat jetzt mal ganz gut in der Zwischensequenz gesehen, wie schlecht es Anton Castillo eigentlich wirklich geht. Wir haben ja immer nur so den ein oder anderen Hinweis bisher bekommen von Diego, von seinem Sohn, dass sein Vater krank sein soll. Da wusste man nicht, geht's ihm vielleicht einfach nur heute nicht gut oder hat er irgendwas Ärgeres? Und ich glaube, der hat irgendwas Ärgeres. Vielleicht ist es das Viviro auch in dem Medikament, das er braucht zum Überleben. Dann hat es gesehen, der braucht Bluttransfusionen von anderen, von falschen Jaranern. Und wenn das mal an die Öffentlichkeit kommen sollte, dass er vom Blut der falschen Jaraner lebt, naja, ob die den nicht dann vielleicht gleich absetzen, ob die den nicht vielleicht gleich aus Esperanza jagen, ich weiß es nicht, seine Unterstützer. Nach außen hin sagt er, die falschen Jaraner, die gehören alle eingesperrt und die müssen auf den Feldern schuften. Und dann hat er so einen falschen Jaraner bei sich oben im Zimmer liegen und der muss ihm Blut spenden, weil er sonst nicht überleben kann. Also das geht ja hinten und vorne nicht zusammen. Aber ich bin schon mal gespannt, wie sich die Geschichte hier mit Anton Castillo weiterentwickeln wird. Wir haben auf jeden Fall in den nächsten Folgen noch einiges zu tun hier in Valle de Oro, bevor wir nach unten gehen, bevor wir da ins grüne Gebiet nach El Este gehen, werden wir uns natürlich hier nochmal das gesamte Gebiet anschauen. Wir werden mal gucken, was wir da noch alles mitnehmen können. Es gibt ja da oben relativ viel noch zu tun. Flugabwehranlagen haben wir hier, wir haben hier ein paar Kontrollpunkte, die wir noch mitnehmen müssen. Wir haben militärische Ziele, Marinewartungsstation und die Spezialeinheitenbasis der FND. Also es gibt da oben noch reichlich Dinge, die wir erledigen müssen. Dann gibt es noch ein paar Grand Premio-Rennen, es gibt hier noch eine Schatzsuche und eben auch diese Missionen, der Bunkerbrecher beispielsweise, wo wir in 3 bis 4 Minuten irgendein Ziel erreichen müssen, dort dann die Vorräte mitnehmen müssen. Das machen wir ja, wie gesagt, erst dann, wenn wir das Gebiet hier kennen. Also das ist mal unser Plan für die nächsten Folgen. Barrial, Nomentarmas, Balaceras und Cruz del Salvador komplett kennenlernen. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann geht's ins dritte große Gebiet, in den letzten Ort, in die letzte Region, und zwar nach El Este. Da bin ich schon mal gespannt. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier bei Let's Play Far Cry Nummer 6 und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin! Tschüss!